Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag, das Wochenende ist vorbei. Calvino macht unten Homeschooling. Der hat gerade so Aufgaben gekriegt. Also ist jetzt nicht das Klassenzimmer-Feeling da, weil der Lehrer ist jetzt nicht dabei geschaltet. Da kann ich schon mal die Kamera einschalten. Wir sind gerade hier oben, die Molly und ich. Hi, jetzt hat sie sich, glaube ich, erschrocken. Ich muss hier ein paar Sachen machen. Nämlich einen Müllbeutel aufhängen. Wir haben hier oben immer noch keinen Mülleimer. Und da immer alles geschlossen ist, ja, weiß ich auch nicht. Vergesse ich das immer einzuholen. Den Staubsauger, der lief jetzt hier oben. Und ich wollte ihn mal eben leer machen. Da, genau deswegen. Der lief jetzt nur hier im Flur und im Bad. Und ist so voll schon. Mach den mal eben leer. So. So. Und dann kann der jetzt im Schlafzimmer weitermachen. Genau, unter dem Familienbett. Das ist ja 2,80 Meter breit. Da kann der Sauger schön herfahren. Ich muss jetzt hier die Betten machen und sowas alles. Aber erstmal kann ich euch noch ein bisschen was erzählen. Ich habe gerade das Video geschnitten für euch, das Auswandern-Video, halt, dass wir abhauen aus Deutschland. Und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt, dass wir jetzt so schnell doch auf einmal, also das heißt auf einmal, und schnell ist ja relativ, aber das fällt schneller als geplant, doch auswandern. Und ich hatte euch auf Instagram... Ja, hast du gute Laune? Auf Instagram hatte ich euch gebeten, mir Fragen zu stellen oder uns zum Thema Auswandern Ungarn. Weil da habt ihr bestimmt einige Fragen. Sind auch schon einige gekommen, aber ich weiß nicht, jeder hat Instagram. Deswegen könnt ihr auch gerne hier in die Kommentare Fragen schreiben und dann, wenn wir ein... werden wir ein Q&A-Video machen zum Thema Auswandern Ungarn. Du bist gerade aufgewacht, ne? Du bist gerade aufgewacht. Ja, das blendet vom Dachfenster, sag mal. Hast du gute Laune? Ja. Hast du gute Laune? Du, Mausi? Ja. Was machen wir heute? Der Plan des Tages ist, wir haben keinen Plan. Wir lassen das auf uns zukommen, ne? Ja? Jetzt lachst du, ne? Die lacht immer, wenn die Kamera weg ist. Lacht immer, wenn die Kamera weg ist. Hm? Was ist dein Plan des Tages? Händchen aufessen? Ja? Händchen aufessen? Ja, genau. Zeig mir das mal. Zeig mir das mal. Oder Füßchen aufessen? Babyfüße! Babyfüße! Wir machen jetzt weiter hier, die Betten und so, ne? Ja. Budi, budi, budi. Budi, budi, budi. Ah, der Staubsauger macht immer hier diese Ecke ab, wie auch immer er das macht. Und dann finde ich die immer irgendwo. Ja. Ach so, ja, der Staubsauger hat die jetzt ins Badezimmer gebracht. Und hier ist noch Silikon. Ah. Ja, muss die Mutti auch mal die Fußleisten sauber machen. Ach, weiß ich noch nicht. Ja, ja, ach, da ist ein so ein Pinöppel abgebrochen. Egal, zur Not kleben wir es fest. Wir hauen eh ab. Wir wandern eh aus. Ja. Voll schade, weil jetzt haben wir die große geile Wohnung. Ja. Ja, ich weiß. Aber die alte Wohnung war ja kein Zustand mehr. Deswegen hat sich der Umzug trotzdem gelohnt, ne? So, ja, gut. Bis gleich. Calvino macht den Kamin an. Der Bernd hatte das heute Morgen schon alles vorbereitet. Aber es ist doch recht kalt. Und die Morli, die kann sich nämlich schon drehen jetzt. Heute Morgen lag sie da auf ihrem Fell. Und ich habe hier irgendwas erledigt. Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht. Du wolltest ja? Was mit Wäsche, glaube ich, machen. Irgendwas mit Wäsche. Das mache ich meistens. Egal, jedenfalls lag sie hier und hat sich gedreht.
So, also ich glaube, die lag auf dem Bauch und dann ist sie so halt auf dem Rücken. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie sich wirklich drehen kann. So hat sie gemacht. So hat sie sich gedreht. Und dann zack, genau. Und dann lag sie halt wieder auf dem Rücken. Also ich glaube einfach, der Kopf ist halt so Übergewicht gewesen. Dann hing sie schon mit ihrem halben Körper hier rum. Naja, so schlimm nun auch. Aber sie hätte sich nochmal gedreht fast. Ja, sie hat sich fast nochmal gedreht. Und jedenfalls muss man jetzt aufpassen, wenn man sie hier hinlegt. Also noch mehr aufpassen als sowieso schon, weil sie macht jetzt Mission Impossible. Sie macht dann so din, 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 din und krabbelt hier rum. Sie dreht sich auch manchmal, also wenn man sie so hinlegt, auf einmal liegt sie dann mit der Füße nach da. Sie krabbelt noch nicht. Nein, sie krabbelt nicht, aber sie auf dem Rücken dreht die sich. Die macht dann so Strampelbewegungen, dass sie dann auf einmal wie so eine Uhr sich so... Jetzt nicht übertrieben gesagt, nicht so schnell wie so eine Uhr. Ja. Ach ja, den Shepherd's Pie, den zeige ich. Wie so ein Glücksrad, wenn es sich dreht. So. Ja, die Molly. Oh, der Kamin, der geht richtig ab, ne? Ja, wir fallen schon. Ja. Ach so, wir kriegen immer Kommentare, Calvino. Ja. Warum du zum Bernd sagst und nicht Papa. Weil es nicht mein Papa ist. Genau. Ich habe das nie so special erwähnt hier auf diesem Kanal, weil, warum auch, aber jetzt haben wir halt ein paar Mal Kommentare bekommen. Und ja, die nächste Frage wird sein, hast du Kontakt zu deinem Vater? Ja. Ja, genau. Dann ja. Wissen da auch alle Bescheid. Sogar na? Viel. Genau. Was Wochenende bei ihm. Ja, genau. Hicks, hast du den Hicks, Molly? Ja. Du hast gerade Pause, ne? Ja. Ja. Ich habe gerade auch Online-Unterricht gepostet in meiner Story. Auf Instagram, ne? Happy mit Online-Unterricht, Molly zudecken? Die Pause. Ist dir kalt, Molly? Der Calvino hat den Kamin angemacht. Jetzt wird's gleich warm. Ganz mollig warm. Ja. Ach, das Fell kriegt sie auch. Ja, genau. Dann bist du ja eben hier. Dann kann ich ja eben den Shepherd's Pie zeigen. Den ich euch eigentlich schon Mittwoch zeigen wollte, aber dann haben wir den noch nicht gemacht, ne? So, da ist er. Das Licht im Backofen geht ja immer noch nicht. Das ist halt, also ohne Fleisch natürlich, weil wir ja Vegetarier sind. Da ist halt Räuchertofu drin, Erbsen, Linsen, Gemüse, also Möhren und sowas alles. Und dann ist da ein bisschen Käse haben wir reingemacht und Kartoffelpüree oben drauf. Das kann man super vorbereiten, das Essen. Und dann halt muss das für 25 Minuten im Backofen. Und dann kann man es essen. Also man kann es auch vorher essen, weil das ist ja schon gar. Es ist ja schon da und es ist gar. Und das gibt es für 2 Tage bei uns. Und wir hatten noch eine kleine Auflaufform gemacht für Bernds Eltern. Die haben wir gestern besucht. Die haben dann auch davon eine Portion bekommen. Das ist dann ungefähr die Hälfte. Aber die sind ja auch nur zu zweit. Genau. Und da gibt es heute den Rest. Dann hatten wir Salat dabei und Sahnesoße mit Zwiebeln. Und hier habe ich mir ganz, ganz viele Alfalfa-Sprossen wieder gezüchtet. Ihr wisst... Die esse ich total gerne im Salat. Und heute gibt es eine Riesenportion Alfalfa-Sprossen. Möchtest du auch, Calvino, Alfalfa-Sprossen? Was ist das? Die Sprossen hier, die du immer so gerne isst. Ach so, gerne, ne? Ja, musst du ja nicht. Ich dachte, du isst die gerne. Weil du die auch schon mal so in der Schule und so mit hattest. Und da hast du die gegessen. Ja gut, dann kümmere ich mich mal um die Molly. Einen schönen, großen, gemischten Salat jetzt essen. Ich mache gerade hier die Bestellung fertig vom Wochenende für die Kühlschrankmagneten und die Wochenpläne von uns. Und ich wollte nur Bescheid sagen, dass die jetzt ausverkauft sind, die Wochenpläne. Also alle, die jetzt noch kommen, die Bestellung, die müssen warten. Das dauert so ungefähr eine Woche, bis wir da wieder Nachschub bekommen haben für die Kühlschrankmagneten. Nur, dass ihr da Bescheid wisst und nicht, ja, wartet und euch Sorgen macht. Also in ungefähr einer Woche geht es wieder weiter damit. Ich bin gerade jetzt hier am Spülmaschine einräumen, weil wir haben den Rest Shepherd's Pie gegessen. Und ich weiß nicht, alle die Hunde haben, schreibt mir mal in die Kommentare, kommen eure Hunde dann auch immer und wollen hier ablecken alles. Ich schicke ihn dann immer auf seinen Platz, wenn er ganz artig ist.
Dann darf er hier selber Spülmaschine spielen. Okay. Fein. Der ist nämlich der super Vorspüler. Egal was, Lasagne oder so. Der macht das richtig, dieses Eingebrannte. Macht er weg. Und dann, ja, muss man da nicht kratzen. Und, ja, ich mach mal eben hier weiter. Ich hab den Roboter an. Oh Gott, hier ist die Waschmaschine am Schleuder. Ja, die sind 5 Minuten fertig. Yay. Ich kann jetzt voll den Haushalt schmeißen. Die Maus schläft nämlich auf dem Sofa alleine. Ich konnte sie ablegen. Yay. Und sie schläft weiter. Das ist heute schon das zweite Mal. Also richtig Luxus. Sie schläft halt bei mir ein und dann lege ich sie vorsichtig ab. Und das bekommt sie mit, aber sie schläft dann weiter. Warum auch immer. Also das war sonst halt so gar nicht der Fall. Und ja, dann chillt sie auf dem Sofa. Oh, was habe ich hier für eine Strähne? Egal. Also sie chillt nicht, sie schläft. Sie ist wirklich am Schlafen. Gut, ich nutze die Zeit, mache jetzt hier alles, was ich schaffe und melde mich gleich wieder. Es tut mir leid, dass jetzt der Staubsauger läuft, aber wenn ich den ausmache, dann ist sie nicht mehr so süß verträumt. Sie hat ihren Daumen entdeckt. So süß und nuckelt die ganze Zeit da dran. So süß. Oh. Vielleicht schläft sie wieder ein. Sie hat jetzt nur so 20 Minuten oder so geschlafen. Und ist dann wach geworden. Aber sie guckt aus dem Fenster und nuckelt die ganze Zeit ihren Daumen. Ganz verträumt. Jetzt nicht mehr. Auch die Maus. So süß. Zeit ist so schnell gegangen, wo sie so von Neugeborenen und so nur auf mir und an mir zu jetzt, wo sie so einfach da liegt und alleine ist. Voll schnell. So, boah, unglaublich, wie die Zeit rennt. Die ist einfach schon 3 Monate alt. Ich wollte jetzt schon mal das Abendbrot vorbereiten und dafür habe ich schon mal Brot aufgetaut. Das ist einmal dieses Buttermilchbrot und ein Toastbrot. Und ich mache uns eine Suppe. Und du schläfst gleich ein? Und zwar gibt es dazu heute diese Eiermuschelsuppe. Die pimpe ich etwas mit Erbsen. Und wo sind sie? Wo sind sie? Genau. Habe ich schon in den Topf reingemacht. Die blendet die Sonne. So Prinzessbohnen, Tiefkühl. Die ja, tauen schon mal auf. Und ja, allerlei, was wir so drauf machen, das gibt es gleich zum Abendbrot. Und was machst du hier? Hm? Hast du deine Hand da? Oh, sag mal erstmal hallo. Herrchen ist da. Oh. Herrchen hat Knochen für Smurfy dabei. Und das hat der Smurfy wohl schon gerochen. Ich mache hier gerade. Ich überlege, ob ich mich so einen Taste. Dann werden die eventuell matschig, die Nachos. Ja, das fällt mir gerade nicht ein, aber das kann ich mir denken. So. Oder ich nehme, wenn die schon fertig sind, den Käse-Dip noch dazu. Ja. Er sagt jetzt, beeil dich doch mal. Ja. Los. Ja. Gib Gas. Man kann es nicht erwarten. Er sagt, überwachen wir auch. Überwachen wir auch mit Käse. Ja. Kriegkuss? Ja, gut. Wenn nicht mit warten und so, einfach. Ach, sehr ja. Lebt nur einmal. Smurfy? Smurfy? Ja. Dann decken wir mal den Tisch. Ich hatte bis jetzt die. Ich habe ihn gerufen, er kam an, so ganz genervt. Und dann. Ja. Ja, okay, schnell wieder. Ja. Was ist hier passiert? Ich habe da gerade Nachos Käse drauf gemacht und dann keine Zeit gehabt, das wegzuräumen. Genau, ich hatte die Maus jetzt gestillt bis gerade eben. Da ist sie eingeschlafen, jetzt habe ich sie im Laufstall gelegt und deswegen habe ich jetzt noch nicht den Tisch gedeckt, bis ihr da seid. Ja, Brokkoli, Blumenkohl willst du mit reinmachen? Morgen? Willst du da Blumenkohl in die Suppe mit reinmachen? Kann ich machen, genau. Nein, Kamera läuft. Ja,
Ich mach aus. Ich hab's gerade auf. Machen wir die gleich hier drin. Ja, da drin wollte ich die machen. Da ist jetzt Blumenkohl und Bohnen und da kommt dann die Suppe rein. Wasser. Und ihr schaut jetzt gerade unser Video, dass wir auswandern nächstes Jahr. Und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Reicht mir 100%? Stand jetzt? Ja, reicht mir. Kann sein, dass wir auch noch dieses Jahr. Ja, das kann sein, ja. Aber wir planen jetzt für nächstes Jahr, also die erste Hälfte nächstes Jahr. Ja. Aber es kann auch sein, dass wir eher abhauen. Ja. Das stimmt schon. Wir lassen uns überraschen. Ich kann die Bewegungstourette kriege. Du bist dumm. Er muss uns immer blamieren in jedem Video. Gibt es überhaupt Bewegungstourette? Nein. Nur bei Bären. Ja. Sollen wir dann nicht Erbsen nicht auch noch reinmachen, ne? Für die Suppe? Das wird ein bisschen zu viel, oder? Dann räume ich mal hier meine Krümel wieder weg. Die Morli? Lass die bloß schlafen. Das ist heute voll toll. Die liegt, also ich kann die einfach ablegen und die schläft weiter heute. Luxus. Er sagt, er ist gleich fertig. Ist das fein? Etty, ist das fein? Und das ohne Schnuller. Muss man ja auch mal sagen. Kein Schnurli, die Maus. Er sagt, da hat er nicht mitgerechnet. Er wusste, er hat es verdient, aber nicht mitgerechnet. Er verdient hat das immer, seine Knochen. Ja. Er sagt, guck mich an, ich habe schon eine Taille. Der lässt sich extra so eine Schattierung wachsen, damit das aussieht wie eine Taille. Was hat er denn da? Rippchen oder was gibt es heute? Die guten Rippchen wieder aus Lügen. Hm. Ja. Er ist schwer beschäftigt. Wir lassen ihn mal. Also, das Video ist jetzt online zum Auswandern und ihr habt ganz, ganz viele Fragen gestellt. Es kommt auf jeden Fall ein Q&A, das habe ich ja schon am Anfang von diesem Video erwähnt. Und es sind sehr viele Fragen zusammengekommen. Mal schauen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!